Was geht ab, Leute? Ich bin gerade in meinem Airbnb in Bangkok und ich wollte dieses Video machen, um über zwei Sachen zu reden. Und die erste Sache ist eine Sache, die ich letztes Jahr gecheckt habe, die ein bisschen ein Cheatcode fürs Leben ist, wenn man es versteht. Ja, und zwar habe ich das gecheckt, als ich damals Serge Gattari geguckt habe. Ist ein YouTuber über SMMA und solche Sachen. Ja, er macht 500.000 im Monat und er meint, sein wichtigster Job ist ein YouTube-Video machen jeden Tag. Ja, jeden Tag setzt er sich hin und er macht ein Video und er schaut, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Und er hat vielleicht 15.000 Abonnenten, 20.000. Also wie macht er eine 500.000 mit so wenig Abonnenten? Er hat ein Offer, das er verkauft für 15.000 Euro. Ja, und das Fulfillment ist systematisiert. Nicht ganz automatisiert, aber systematisiert, productized für jeden Kunden gleich. Okay? Und er löst einfach logistische Probleme. Okay? Das heißt, er hat ein gutes Offer. Alles, was er machen muss, ist jeden Tag Content machen und die Maschine druckt Geld. Ja, jeder View ist ein gewisser Eurobetrag für ihn. Okay? Und das ist meiner Meinung nach das neue, die Art Geld zu machen in der neuen Welt. Ja, was macht Andrew Tate? Er macht genau das Gleiche. Er ist ein YouTuber im Endeffekt. Er ist ein YouTuber, der ein Produkt im Hintergrund hat und er hat einen Funnel und er macht einfach Videos und dokumentiert sein Leben, er redet über gewisse Sachen und macht somit Geld. Iman Gazi macht das Gleiche. Er ist im Endeffekt ein YouTuber. Seine wichtigste Aufgabe ist es, jeden Tag ein Video zu machen. Ja, oder fast jeden Tag. Kein Plan, wie viel Iman Gazi macht. Okay. Und da ist mir ein bisschen ein Licht aufgegangen damals. Gell? Was ich da machen wollte, ist TikToks machen über Airbnb, um Airbnb-Management-Kunden zu bekommen. Und ich dachte mir, okay, ich tue einfach alles im Hintergrund automatisieren, systematisieren. Ich mache einfach Content, der die Leute interessiert, die ja, meine Zielgruppe sind und werde sie so erreichen und werde somit meinen Airbnb-Management-Service verkaufen. Ja, ich habe mich dann aber entschieden, nicht Management zu machen, sondern Arbitrage, aber habe dann wieder mit Content gestartet. Ich habe viele Leute kennengelernt jetzt, die zum Beispiel ihr eigenes Business haben, die zum Beispiel wie ein Typ auch in der Freedom Maxing Inner Circle Community, über die ich später rede, er macht über 100k more Profit mit seinem E-Commerce-Business. Er will trotzdem ein Coaching machen. Er macht jetzt sogar ein Exit. Ja? Er will trotzdem ein Coaching machen. Warum? Ja, er will sein eigenes Infoprodukt aufbauen. Er will am Personal Brand arbeiten, weil es einfach viele Vorteile gibt, wenn man dieses Businessmodell macht. Ja? Erstens, du hast Location Freedom, Time Freedom. Es ist extrem leveraged. Ja, am Anfang geht es langsam, ja, aber es compounded mit der Zeit, wenn du regelmäßig postest und irgendwann musst du sehr wenig Input geben für extrem viel Output. Ja. Dann kannst du es überall machen und somit tax-free machen. Ja. Und viertens, wenn du dein Social Media aufbaust, hast du auch andere Vorteile, wie zum Beispiel Networking Opportunities, Dating Opportunities. Ja. Es hilft einfach extrem viel in der Welt heutzutage und Leute, die es noch immer ignorieren, werden einfach ein viel schwierigeres Leben haben. Ja. Und das habe ich jetzt gemerkt, wo ich viele Leute kennengelernt habe, die sehen, wie ich mein Einkommen mit Airbnb zum Beispiel verdoppelt habe, dadurch, dass ich einfach gestartet habe, Personal Brand zu machen. Und sie haben das gesehen, sie wollen jetzt selbst auch starten. Ja. Und wenn du Personal Brand startest, ist es extrem wichtig, andere Leute in deinem Umfeld zu haben, die an der gleichen Sache arbeiten, ja, die auch Content machen. Zum Beispiel jetzt hier habe ich mit Leuten zusammengesprochen, wir holen uns eine Villa in Phuket, jeder kann zusammen zahlen, ja, wir können nach Phuket gehen, wir können Content machen dort, wir können zusammen am Business arbeiten, wir können zusammen trainieren, etc. Also wenn du denkst, dich interessiert das, du hast schon ein eigenes Business, du möchtest aber auch noch mit Personal Brand Tax-Free Geld machen, um die Welt reisen, mit anderen 6- bis 7-stelligen Unternehmern connecten, dann melde dich an, beim Link in der Description, ja, es gibt ein Anmeldeformular. Und du wirst eine Antwort bekommen in den nächsten paar Tagen. Ich will, dass es ein extrem hochqualitatives Netzwerk ist von Leuten, die sich gegenseitig pushen, ihre Standards gegenseitig erhöhen. Das heißt, melde dich an beim Link in der Beschreibung. Wir hören uns die Tage und vielleicht sehen wir uns bald in Thailand. Let's go.